Nachdenkseiten. Die kritische Website. Serie Alter interessanter Dokumente, Teil 53. Der im Schweiße seines Angesichts gegen Jusos und andere Sozis kämpfende Oberbürgermeister von München, Hans-Jochen Vogel. Ein Artikel von Albrecht Müller. Am Beginn der 1970er Jahre gab es in der Münchner SPD einen heftigen Links-Rechts-Konflikt zwischen dem damaligen Oberbürgermeister Dr. Hans-Jochen Vogel und dem linken Parteivorstand. Ausgelöst wurde er durch die Kritik der Münchner Jungsozialisten an dem ständigen Bemühen des Oberbürgermeisters nach einem Schulterschluss mit der Rathaus-CSU, die in die Verabschiedung eines Juso-eigenen kommunalpolitischen Programmes mündete. Der auf Kritik stets sehr empfindlich reagierende Vogel warf dem Münchner Parteivorstand vor, ihn zu wenig gegen die aufbegehrenden Jusos in Schutz zu nehmen. In der ARD-Mediathek finden sich köstliche Ausschnitte dieses Streites. Im Schrifttext finden Sie eine entsprechende Verlinkung zu diesem Video. Der mit wüsten Beschimpfungen wie Rechtsstaatverunsicherer, Gewaltbefürworter oder Schädlinge gegen Schöffberger, SPD-Minister des Landes und später Vorsitzender der Münchner SPD und seine Mitstreiter gewürzte Konflikt, gipfelte schließlich in einem trickreich eingefädelten und vom Lokalteil der Süddeutschen Zeitung vehement unterstützten Misstrauensantrag Dr. Vogels gegen den Parteivorstand, der mit dessen Abwahl vorübergehend Erfolg hatte. Bei der ein Jahr später stattfindenden turnusmäßigen Neuwahl des Parteivorstandes wurden bis auf eine Ausnahme alle vorher abgewählten Vorstandsmitglieder mit großer Mehrheit wiedergewählt. Der Hinweis auf dieses Dokument samt Text kam von Dr. Hans Bleibinhaus. Danke vielmals. Hans Bleibinhaus war damals Schatzmeister des abgewählten Vorstandes der Münchner SPD und dann Stellvertreter im neu gewählten Vorstand. Heute ist er gelegentlich Autor der Nachdenkseiten. In München ist ein sehr heißer Stuhl. Hosianna-Rufe und Kreuzige Dien liegen nahe beieinander. Ich bin auch für meine Tätigkeit früher schon einmal als Schädling bezeichnet worden. Das muss man als politischer Mensch hinnehmen. Schädlinge haben jedenfalls die Eigenschaft, dass sie sich ungeheuer rasch vermehren und bei längerem Einsatz von Vertilgungsmitteln sehr resistent werden. Vor einem Jahr hatte Hans-Jochen Vogel im Kampf gegen die Linken in der Partei noch einen Sieg verbuchen können. Der Parteivorstand, dem auch Schöffberger angehörte, wurde gestürzt, Vogel neuer Vorsitzender. Begründung für seine Kampfansage damals: Dass ein Teil der Wähler, denen wir den Sieg von 1969 verdanken, und um diesen Sieg habe ich gekämpft wie jeder Genosse in dieser Partei. Dass ein Teil dieser Wähler uns bereits wieder verlassen hat und dass die Millionen, die wir zusätzlich brauchen, um ab 1973 allein mit einer absoluten Mehrheit reale Reformen verwirklichen zu können, durch diesen Kurs abgestoßen wird. Und dieser Sorge galt mein Signal, Genossinnen und Genossen. Ein Jahr später ist Vogel geschlagen. Mit der überwältigenden Mehrheit von 2/3 aller Stimmen wählte der Parteitag Rudolf Schöffberger den Kandidaten der Linken zum neuen Vorsitzenden der Münchner SPD. Einen Albtraum für Bonn, nennt ihn die Bild-Zeitung. Und die CSU sieht das Ganze als Machtübernahme von Linkssozialisten, die die SPD zu einer klassenkämpferisch-marxistischen Kaderpartei machen, das Rätesystem einführen und das Privateigentum abschaffen wollen. Die CSU beruft sich auf einen Zeugen, der absolut unverdächtig erscheinen muss. Sie zitiert immer wieder den prominentesten und populärsten SPD-Politiker in Bayern, den Münchner Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel, der auch jetzt, nach der eindrucksvollen Mehrheitsentscheidung des Parteitages, keine Bereitschaft zur Versöhnung zeigt. Autoritärer Führungsstil und mangelhafter Kontakt zur Parteibasis waren die Hauptvorwürfe der Linken gegen ihn. Den Linken andererseits wird vorgeworfen, sie wollten den Oberbürgermeister in Zukunft aus der Parteizentrale fernsteuern. Doch das weist der neue Vorsitzende ganz entschieden zurück. Allerdings halten wir nichts von Mandatsträgern, die wie ein Luftkissenfahrzeug über den Bürgern und über dem Parteivolk schweben und sich nur alle 4 Jahre zum Nachtanken herablassen.
wer sich 6 Jahre lang oder 4 Jahre lang auf sein Gewissen und nur auf sein Gewissen beruft und die Partei Partei sein lässt, der soll sich in 6 Jahren auch von seinem Gewissen, aber nicht von der Sozialdemokratie aufstellen lassen. Wie sieht der Mann mit dem Etikett des roten Bürgerschrecks aus, wenn man ihn aus der Nähe betrachtet? Er ist 36 Jahre alt, Rechtsanwalt, Regierungsrat AD. Er stammt aus einer sozialdemokratischen Arbeiterfamilie, war zunächst Postarbeiter, holte das Abitur nach und finanzierte sein Studium 5 Jahre lang mit Nachtarbeit bei Siemens. 4 Jahre war er Juso-Chef in Bayern, seit 6 Jahren sitzt er für die SPD im Landtag. 1971 wurde er Präsident der Deutschen Liga für Menschenrechte. Politisch, so sagt er, sieht er sich auf der Linie eines Jochen Steffen oder Walter Möller. Die seriöse Presse geht ja in München Gott sei Dank dazu über, ein bisschen zwischen Bader Meinhof und Rudolf Schilfberger zu unterscheiden. Das ist ja schon sehr erfreulich. Schwerpunkt seiner politischen Tätigkeit, die Arbeit an der Basis. In Ortsvereinen und Sektionen referiert und diskutiert er unermüdlich über das Selbstverständnis der Sozialdemokratie. Anders als die meisten Kommunalpolitiker begnügt er sich nicht damit, konkrete Missstände aufzuzeigen und zu beschreiben. Er versucht, die gesellschaftspolitischen Zusammenhänge aufzuspüren und sie den Wählern klarzumachen. Das ist allerdings verdammt schwierig. Ich war in einer Elternversammlung an der Hinterbernbadschule. 400 Eltern waren da, Schichtunterricht, nicht wahr? Schulraumnot. Sie wollten 2 Pavillonbauten. Ich habe ihnen versprochen, mich darum zu kümmern. Das haben sie akzeptiert. Als ich dann doch die Bitte äußerte, wir wollen gemeinsam nachdenken, warum diese Schulraumnot vorhanden ist. Wer sich daran gesund stößt und wer daran ursächlich ist, verließen sofort 25 Eltern den Saal, weil es jetzt um Politik ging. Der Rest forderte mich nach 3 Minuten, und vermessen bin ich ja gar nicht, mehr als 5 habe ich noch nie in Anspruch genommen, auf, doch nicht immer Politik zu betreiben, wo es um einen Pavillon ginge, nicht wahr? Wo es um einen Pavillon ginge. Und ich glaube, die Aufgabe der Sozialdemokraten ist die, den Zusammenhang zwischen der Interessenlage der Bürger und den politischen Grundverhältnissen in dieser Gesellschaft sichtbar zu machen, damit sie erkennen, woran es liegt, damit sie wissen, dass es nicht an dem schlechten Willen der Stadtverwaltung liegt, sondern an gesellschaftlichen Zuständen. Das heißt also, wir dürfen keine Erlösungshoffnung haben. Wir brauchen auch keine revolutionären Akte, um diese Erlösungshoffnung zu verkürzen. Wir brauchen eine Sozialdemokratie, der es gelingt, als parlamentarische Kraft mehr und mehr Bürger davon zu überzeugen, dass wir Sozialdemokraten Politik in ihrem Interesse machen. Und dabei, Genossen, sollten wir uns auf jene 83% der Bürger konzentrieren, die in sozial abhängiger Lage sind und die Gewerbetreibenden auch dazu. Wir können nicht auch noch Flick, Grupp, Quant und andere an unser weites sozialdemokratisches Herz drücken, damit wir wählbar werden. Dies geht nicht. Sachlich gibt diese Richtung auf die wirklich drängenden Fragen unserer Zeit keine praktikablen Antworten. Klassenkampf, Vollsozialisierung, Doppelstrategie, Qualifizierung auch des demokratischen Rechtsstaates als Herrschaftsinstrument der Kapitalistenklasse, das sind Rückgriffe in die Vergangenheit, keine Lösungen für die Zukunft. Das ist der Rückschritt hinter Godesberg. Wir brauchen ein Mindestmaß an Grundüberzeugung, was wir eigentlich wollen. Und dieses Mindestmaß steht so schön im Godesberger Programm drin. Da steht nämlich ein wichtiger Satz, der leicht immer untergeht in der Diskussion. Da steht: In der vom Gewinn und Machtstreben beherrschten Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung sind die personale Freiheit, die Demokratie und die soziale Sicherheit ständig gefährdet. Wir Sozialdemokraten erstreben daher eine neue Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Das ist für mich der allerwichtigste Satz, neben dem Satz, die SPD ist die Partei der Freiheit des Geistes. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und, wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.